Da haben wir noch eine Hingabe für Sie, meine Damen und Herren. Also, wie aktuell war Otto Reuter? Ich habe einen Text für Sie. Es ist komponiert und geschrieben worden von ihm vor 70 Jahren. Was hat er recht gehabt? Wofür tut man es alles? Alles wegen der Leute. Ich glaube, wir sind nur auf der Welt wegen der Leute. Wir tun oft, was uns nicht gefällt, wegen der Leute. Wir richten uns nie nach dem eigenen Behagen. Stets denken wir, was werden wohl die Leute dazu sagen? Wir gehen auf den Ball, üben Wohltätigkeit. Alles wegen der Leute, wegen der Leute. Wir schwärmen für die Kunstgalerie wegen der Leute. Wir gehen in die Philharmonie wegen der Leute. Wir schwärmen für Wagner, das ist oft Heuchelei. Gehen in die Nibelungen, ne? Schlafen alle mal im Winter in Berlin und im Sommer in Bayreuth. Alle wegen der Leute, wegen der Leute. Im Sommer buchen wir Ferien im Schnee wegen der Leute. Wir tragen Brillanten von Cartier wegen der Leute. Zu Hause isst man Eintopf, das kostet nicht viel Geld. Oder? Doch gehen wir mal aus, dann werden Austern bestellt. Oder sagt man noch blasiert, schon wieder Austern, oder? Alles wegen der Leute, wegen der Leute. Die Damen gehen immer modern wegen der Leute. Wenn's Mode ist, dann quälen sie sich gern wegen der Leute. Ist die Frau zu dick, sie muss rein in die Gruppe. Oder sitzt sie da beim Essen? Das Essen rutscht nicht runter. So eng ist es gleich. Wir sind in Gesellschaft exakt wegen der Leute. Da achten wir auf Sitte und Takt wegen der Leute. Was anderes ist es, wenn es im Verborgenen geschieht. Nicht? Da kann man doch alles machen, nicht? Solange es keiner sieht. Es handelt sich ja gar nicht um die Anständigkeit. Alles wegen der Leute, wegen der Leute. Man hastet nach Titeln und Ruhm wegen der Leute. Man hängt einen Orden sich um wegen der Leute. Frag jemand, wie geht es? Sag nur gut, danke sehr. Denn wenn man sagt schlecht, na dann freut sich doch der. Doch sagt man ausgezeichnet, na dann platzt er von Leid. Nun hört und sahen Sie, was alles hier geschieht wegen der Leute. Schaut mich an, auch ich sing dieses Lied. Wir machten diese Quatschung nicht zu unserem Vergnügen. Nee? Uns werden sie nicht zu uns in die Vorstellung reinkriegen. Ach, hör auf, Peter. Hör auf, hör auf. Ja, ist doch wahr, oder? Singen auch nicht wegen Geld. Das täte uns leid. Schön, dass Sie dabei waren. Sie haben ein herrliches Publikum. Alles Liebe, namens des ganzen Ensemble. Bleiben Sie gesund. Und solange wir es auch bleiben, wir werden es weitermachen. Und zwar alles wegen der Leute. Wegen der Leute. Voilà.